Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Neu, ich bin ja ganz froh, dass Sie keine Verantwortung in diesem Land tragen. Das wird ja keine 4 Wochen dauern und wir hätten überhaupt keine internationalen Bündnispartner mehr, wenn das, was Sie hier vortragen, Realität wird. Und ich will auch mal sagen, nicht jede Bewegung von deutschen Soldaten ist ein kapitalistischer, imperialistischer Angriffskrieg. Und Sie müssen sich langsam mal überlegen, ob Sie eigentlich über Sicherheitspolitik hier im Parlament ernsthaft mitdiskutieren wollen oder ob Sie weiter so weit am Rand stehen bleiben wollen und sich hier nicht ernsthaft in eine Debatte einbringen, lieber Kollege Neu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zu Beginn das betonen, was ich in der letzten Sitzungswoche an einem Donnerstag, als wir hier gegen 23 Uhr über den Sudan geredet haben, gesagt habe, nämlich, dass ich es nicht angemessen finde, dass wir im Deutschen Bundestag zu so später Stunde über Auslandseinsätze diskutieren. Wir sind als Parlament in der Verantwortung für die Bundeswehr. Wir sind diejenigen, die immer wieder eine sicherheitspolitische Diskussionskultur einfordern in Deutschland, die die Bevölkerung und die Zivilgesellschaft ermahnen, sich intensiver mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich finde, dann ist es egal, ob wir über Afghanistan, über den Kosovo oder über die Operation Active Endeavour diskutieren. Ich finde, solche Diskussionen gehören an eine frühere Tageszeit. Das sind wir auch den Soldatinnen und Soldaten schuldig, die wir in Auslandseinsätze schicken. Wir beraten heute in erster Lesung über die Fortsetzung der Operation Active Endeavour. Wir sind uns aus der letzten Diskussion hier Anfang letzten Jahres immer noch bewusst, dass wir hier ein Mandat haben, das eine Diskrepanz hat zwischen Einsatzrealität und dem, was im Mandatstext drinsteht. Wir wissen und wir sind diejenigen, die seitens der Bundesregierung einfordern als Parlament, dass es zu Änderungen bei der NATO kommt, dass es zu einer Weiterentwicklung des Mandates kommt. Wir haben die Regierung in der letzten Diskussion darauf hingewiesen. Wir wissen aber auch, dass innerhalb der NATO Veränderungen nur gelingen, wenn alle 28 Staaten zustimmen und wir einen Konsens haben. Und ich will das mal betonen, das, was hier in einem Jahr passiert ist, was vor allem der Minister Steinmeier und die Ministerin von der Leyen angeschoben haben, das sind deutliche Fortschritte. Das können wir hier im Parlament heute auch einmal feststellen. Es wird über den Artikel 5 diskutiert. Wir sind zu Veränderungen in der Debatte gekommen und das ist ein Erfolg und das sollten wir hier im Parlament auch nicht kleinreden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das vorliegende Mandat bleibt ein Übergangsmandat. Ich will noch mal erwähnen, dass es darum geht, im Mittelmeer Lagebilder zu erstellen und faktisch eine Seeraumüberwachung durchzuführen. Wir haben angefangen vor 13 Jahren in der Begründung von 9/11 und der Abwehr des Terrorismus im Mittelmeerraum. Aber wir alle sehen, dass das heute nicht mehr die Realität ist und dass es heute zu ganz anderen Optionen auch kommt und zu einem anderen Einsatzbild kommt. Es geht um die Erstellung eines Lagebildes. Es geht auch darum, mit Operation Active Endeavour eine Plattform zu schaffen, wo Kommunikation und Kooperation innerhalb des Bündnisses und mit den betroffenen Mittelmeeranrainerstaaten stattfindet. Es geht darum, Abstimmung im Bündnis vorzunehmen und es geht darum, einen Mehrwert für Sicherheit im Mittelmeerraum zu haben. Alles das sind auch Erfolge der Vergangenheit, die sich nicht kleinreden lassen an dieser Stelle. Und trotzdem, und darauf will ich noch mal eingehen, ist es vor allem meine Fraktion gewesen, die immer wieder darauf gedrungen hat, dass es bei der Operation Active Endeavour zu Veränderungen im Mandat kommt. Wir haben gesagt, der Artikel 5 kann keine Grundlage, keine Legitimation mehr für dieses Mandat sein, weil es nicht mehr um Terrorabwehr geht, es geht um Überwachung, es geht um Lagebilder. Und deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung hier vor einem Jahr zugesagt hat, dieses Mandat zu ändern und sich innerhalb der NATO aufgemacht hat. Wir haben die Kommunikation und den entschiedenen Wunsch in den unterschiedlichen Gremien gesehen. Wir haben gesehen, wie mit relevanten Partnern wie etwa der USA, der Türkei und Frankreich auch geredet wurde. Die Staatsministerin hat angesprochen, dass es zu großen Erfolgen gekommen ist, die Amerikaner den Artikel 5 auch erstmalig grundsätzlich in Frage stellen bei diesem Mandat. Und das Schlusskommuniqué von Wales hat erstmalig OAE ohne Artikel 5 auch genannt. Das sind große Erfolge. Nochmal, ich will den beiden Ministern ausdrücklich dafür danken. Und ich will aber auch klar machen, der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir haben da noch einen längeren Weg zu gehen. Wir müssen den Konsens der 28 Staaten innerhalb der NATO erreichen. Es muss darum gehen, Artikel 5 aus diesem Mandat rauszubekommen. Und ich wünsche den Ministern viel Kraft bei der weiteren Diskussion. Ich wünsche uns gutes Gelingen bei der Debatte hier im Parlament. Ich sage aber auch, wir werden am Ende diesem Mandat zustimmen, weil wir auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort Omid Nuripur.